man das ausbeult, weißt du? Ach so. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter an den E36. Doktore Wimmer jetzt wieder am Start. Hallo, guten Tag. Wir haben tatsächlich die Karosserie aus Bamberg kurz nach Hannover geholt. Cool. Weil, wenn es, ja, wir fahren ja eh so oft hin und her, und wenn es eine Person gibt, die halt diese Karosseriebau-Thematik beherrscht, dann ist es auf jeden Fall die Person. Ja. Und bevor. Mit unseren Mitteln, wir machen das Beste draus. Bevor ich noch 100.000 Kilometer immer hin und her fahre, habe ich gesagt, komm her, der Trailer stand eh noch da, wir nehmen das Ding aber mit. Max Herz hat wirklich geblutet, als wir das Ding aus der Halle geschoben haben. Ich habe kurz überlegt, ob er sich ein Hotelzimmer in Hannover nimmt, weil er halt schon gerne auch dabei gewesen wäre. Ah, okay. Aber, ja, der muss halt auch, das ist. Anderthalb Mann Bude, der muss halt auch Geld verdienen, ne? Ist halt einfach so, ne? Das ist ja auch Dreck und so weiter. Genau. So, und da haben wir jetzt eher gesagt, komm her, ich hole das Ding einmal nach Hannover, da musst du wenigstens hier nicht komplett die Leerfahrt machen und wir können den einmal fresh machen. Weil ich nach wie vor der Meinung bin, wir sind uns noch gar nicht so sicher, also wir sind uns noch gar nicht so bewusst, was das am Ende eigentlich für eine geile Karosserie wird. Also im Sinne von, weil die entlackte Basis so gut ist und ein 3.0er E36 M3, der ja wirklich keinen Rost hat, so, wenn das Ding erstmal am Ende geil abgedichtet ist und so weiter. Ich glaube, da lohnt sich schon. Ich denke schon, dass jeder Volkswagen- und Opel-Fahrer neidisch ist, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, du hast die Karosse ja gar nicht gesehen bisher, ne? Noch gar nicht. Aber es ist schon, ich weiß ja, wie schlecht mein Auto war, was in zweiter Hand vom Rentner war. So. Und das ist schon. Liegt allerdings. Ist schon krass. Ist, glaube ich, gar nicht VW, sondern ist Japan. Weil, ich schwöre dir, nimmst du einen E36. Also, ich habe jetzt ja schon den von Celem, von Benny, ein paar E36 genommen. Schiebst du so ein deutsches Auto durchs Bad, sieht das auch ganz anders aus. So, und ja, gerade so bei uns sind auch viele halt dem Tuning-Tod gestorben. So, ne? Also, wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, da war ja irgendwie so viel gefummelt. Das scheint irgendwie, also das ist schon echt, das ist aber ultra krass. Vor allem also gerade so, guck mal, das ist ja eigentlich schon hier eine Blechüberlappung, ne? Mhm. Oder auch sowas. Alter, ich will ein europäisches Auto sehen, wo. Ja, nein, keine Chance. Also, Mercedes hat das ja ähnlich mit dem Wagenheber, ne? Die sind alle weg, so 190er, 124er, da ist nichts mehr da. Das so. Ist schon. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir diese Stellen auf jeden Fall wieder löten. Das haben Max und ich noch nie gemacht. Ich sehe das aber auch genauso, wenn das ab Werk gelötet war, dann sollten wir es wieder löten. Prinzipiell bin ich da dann auch immer ein Freund von. Vor allem bei dem Auto wird es ja definitiv auch noch von Hand gemacht sein, so wie das aussieht, in meinen Augen. Ja, das heißt mit Flamme und Zusatz. Ist aber auch viel gelötet an dem Auto, ne? Also. Ja, werden Sie, das sind beanspruchte Bereiche, ne? Ich meine, so ein Coupé, guck mal, das hat ja nichts. Das hat, wir reden über schneller Seitenteil, das ist die ganze Seitenwand, ne? Ja, stimmt schon. So, und dann hast du hier oben natürlich einen Haupt-Crash-Bereich, sag ich mal, oder einen Stabilitätsbereich und hier genauso. Keine Domstrebe, nichts. Oder hat die M3 schon Domstrebe oder sowas irgendwie? Ja. Das ist ja nichts. Also die Leute haben mir gesagt, ein Golf 2 ist nur eine Pappe, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber viel mehr ist das auch nicht, ne? Nee. Also das halbe, also Seitenteile, Schweller und Reserveradmulde sind ein Drittel des Autos, ne? Voll. Wie gesagt, das ist echt so. Am meisten ist halt auch, wenn hier mal hinten einer reinfährt, das Ding kann ja wirklich nicht viel. Ja. Vor allem ist es ja noch nicht mal dickes Blech. Das ist ja wirklich. Aber bei euch bei VW lötet ihr da an den Bussen auch? Ja, ist aber ganz wenig. Also Dachbereich ist auch was und B-Säule unten, wo sie aufs Kniestück trifft, so, da wird hart gelötet. Aber. Hart löten heißt mit Brenner. Hart löten heißt mit Brenner. Also du kannst es. Auch, ich sag mal, es gibt das MIG-Löten noch, das ist dann einfach wie Schutzgas mit Zusatz. Mhm. Aber das hier, würde ich sagen, ist definitiv noch von Hand gemacht damals. Ich weiß nicht, was das hier für ein Baujahr. Also der speziell hier war, glaube ich, ein... Irgendwas in den 90ern auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, ob es 95, 97. Ja, aber da hat es noch keinen Roboter ich, so. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe bisher nur japanische Papiere dafür. Und da kannst du gar nichts dran lesen. Also ich weiß wirklich nicht, welches ob es gerade auch 93 ist. Ist auf jeden Fall ein 3.0er, also einer der ersten. Also das okay. Und, aber tatsächlich muss ich dazu sagen, wir haben, wenn, sage ich mal, eine Roboternaht beim T5 oben auch B-Säule oben beliebt ist, da ist der Dachrahmen einmal getrennt. Wenn die Roboternaht unsauber war, haben wir die in der Nacharbeit auch mit Flamme und Lot nachgelötet. Wird dann halt verschliffen und fertig. Ne? Bedingt durch die, ich will jetzt nicht sagen den Werterhalt, aber dadurch, dass es halt schon ein M3 ist, versuche ich an der Karosse möglichst viel Original zu lassen. Wir haben lange überlegt, ob wir sie breiter machen, ob man in weiser Voraussicht hier was wegnimmt, da was wegnimmt, hier was wegnimmt. Auch so für die Optik ein paar Halter im Motorraum und so weiter. Ne? Aber ich habe jetzt doch gesagt, bei dem Auto, gerade auch mit dem Originalblechdach jetzt wieder, der wird mal wirklich komplett, bis auf dass wir ein paar Stellen verstärken, damit sowas einfach nie wieder passiert, soll der schön Stock werden. Das heißt, um dich kurz abzuholen, wir haben folgende Sachen zu machen. Hier war mal irgendwie eine kleine Delle, ne?
Ja, hier links war ja irgendwie so ein bisschen Thema, ne? Also Unfall auf gar keinen Fall, würde ich nicht sagen, aber das sind halt so beliebte Garagen, Park, wie auch immer, Rempler, ne? Wobei die schon extrem sauber und gut vom Abdruck ist, da dachte ich erst... Ich glaube ehrlich gesagt, das war sogar stärker als wir denken, weil guck mal, siehst du, wie hier hat da auch schon einer gedengelt auf der Fläche. Mhm. Weil das hier ist kerzengerade hier. Ja, aber dafür ist... Also dann sind die in Japan motiviert, das auf jeden Fall wieder gut in Stand zu setzen. So, dann war hier war was, das ist schon weg, weil das Auto stand keine 3 Minuten hier drin, hat Mario schon angefangen rumzudengeln. Vorhin komplett ohne. Also hier sieht man es noch so minimal. Ja, genau. Ne? Also die hatten das mal gespottet. Also im Prinzip war hier so eine, auch das würde ich sagen, ist so ein beliebtes Garagentor-Carport irgendwas. Ne? Gut, ich weiß nicht, ob sie in Japan Carports haben, aber. und hier dann auch so und dann. Ja, da kam es von innen gut ran, dann habe ich das einmal mitgemacht. Also wir haben aber als Aufgaben eigentlich sonst nur noch ein paar Stellen wieder mit Steppnähten nachschweißen, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Vorne die Dome noch verschweißen, da kommen wir später auf jeden Fall zu, nicht verschweißen, verstärken. Und eigentlich sonst ist es wirklich nur Thema Dach. Pass auf, wir nehmen das mal einmal zusammen raus. Wie ist denn das? Ich bin ja hier so gar nicht im Thema. Es gab doch da irgendwie Glasbums bei den Dingern, ne? Glas 1, Glas 2, wie auch immer. Die sind aber Karosserie immer gleich. Oder? Ja, das sind 4 Türen auch, ne? Das ist ja wie Benny halt. Und wie Salem haben. Aber sie hatten dann nur spoilertechnisch und so. Die STW-Autos sind ja auch alle 4 Türen. Ah. So, das sind alles Limos und keine Coupés. War das Reglement oder was? Ne, ob das Reglement ist, weiß ich nicht. Aber ich war. Dachte er wegen Steifigkeit. Kann auch sein, Gewicht, Steifigkeit, wie auch immer. Vielleicht auch, dass der Fahrer. Keine Ahnung, wenn man macht keinen Sinn, der würde eher weiter hinten sitzen mit der kurzen Tür vorne. Nee. So, aber wie gesagt, das Blech hier, original, gibt es einfach so zum Kaufen. Krass, wie schwer so ein Blechdach ist, wenn man. Ja, ja. Nee, der wollte eigentlich nur zeigen, da ist kein Rahmen und gar nichts zwischen. Also, das kommt da wirklich so drauf. Und es ist wirklich die ungeschönte Wahrheit. Das ist einfach, ich habe es zum Fahren noch nicht mal runtergenommen. Hat auch null Angst, dass das irgendwie runterfällt oder so. Das ist ja wirklich, also das ist ja, das fällt drauf und fertig, ne? Da braucht man ja noch nicht mal. Das passt echt krass. Ja, da braucht man noch nicht mal irgendwie groß jetzt hier Gripzangen zum Festziehen. Das halt wie original verschweißen plus verlöten. Welche Reihenfolge? Streiten die sicherlich die Geister drüber, aber wir haben jetzt ja nun leider eh keine Punktzange, ne? Das wäre jetzt dann vermutlich wie original. Das heißt, ich werde hier Löcher bohren, Lochschweißungen machen. Und wird das meiner Meinung nach auch zuerst machen. Hier könnten wir es noch ein bisschen einkürzen eigentlich. Weil wir mit dem Hardload schon Temperatur in das Dach bringen. Ich bin jetzt kein Physiker oder Chemiker, aber ich meine, dass beim Löten ja so eine Kapillarwirkung entstehen muss. Das heißt, das sind schon deutlich über diese 250 oder 300 Grad, was Weichlöten hat. Somit würde ich es erst überall fixieren und zum Schluss die Hardload-Naht machen. Mhm. Damit das... ja, nicht mehr so großartig abhaut. Ich meine, es passt eh so krass gut. Wir brauchen jetzt hier nicht anfangen. Klar, Tabellenbuchlösung wäre wahrscheinlich, wir bauen nochmal eine Tür ein, nochmal eine Scheibe, eine Dichtung. Aber das passt so krass. Also da, das ist Quatsch. Ne? Okay, das heißt nicht mit Brenner das Hardload wegmachen. Das würde ich sondern nicht lieber das ist Dach. Schon viel Temperatur. Das Dach lieber ein bisschen zurückfächern. Entweder das oder diese, ja, das Messingfarbige hier noch wegschleifen. Das gucke ich mir dann mal. Muss ich mal nochmal lösen. Cool. Also ihr habt ja gebohrt überall, ne? Ja. Das heißt, ich würde grob gucken, wie hier eure Bohrabstände sind, 3-4 cm oder was, und so würde ich es auch wieder machen. Lochzange, Löcher rein. Dann ganz viele waren enttäuscht, dass sie das Schiebedach rausnehmen, weil die wollten einfach ein Schiebedach haben. Aber ja, weil es optisch der Klassiker ist, ne? So ein Dönerkeiler. Ne? Ja, so aber ich finde A, dass die lackierte Fläche auf dem Auto irgendwie immer anders aussieht und mich stört am meisten so dieser Himmel von innen, so weiß ich nicht, irgendwie plus einmal ein Blechdach einsetzen, weil es ja eigentlich schon Spaß macht. Gab es so Klimaanlage in dem Ding eigentlich? Ich glaube, der hat sogar Klimaanlage gehabt. Er hatte Klimaanlage. Der hatte manuelle gehabt. Klimaanlage. Er hat sie gehabt. Nee, der hat Klimaanlage, weil wir wollen die Klimaanlage auch wieder einbauen. Ah, cool. So, okay. Weil, nee, was für ein Quatsch, ja natürlich, weil ich stand sogar schon davor, der Klimakompressor ist leider genau da, wo ich eigentlich mit dem, kann ich auch gar nicht sagen, aber da kommt eine Klimaanlage rein. Nee, weil ich weiß nur, so im Golf 2 ohne Schiebedach, da staut sich's ja irgendwie überall drin, ne? Und in so einem Coupé, der hat ja hinten Sauerstofffenster wahrscheinlich oder was, ne? Ja, gut, dann geht's ja. Ja, wir fangen erstmal an und dann... zeigen wir euch das Löten auf jeden Fall explizit ein bisschen mehr, weil das haben wir auch noch gar nicht gehabt auf dem Channel. Ja, wir schauen. Achso, Blinker haben wir vorne noch, ne? Ja, genau, die haben sie hier in Japan haben sie den Blinker in dem Kotflügel nachgerüstet. Also keine Ahnung, ob das so original ist. Also ja, original der Blinker logischerweise da, aber wie das bei Autos, europäischen Autos gemacht wurde, die werden mit Sicherheit den Kotflügel fertig bekommen haben, ohne Blinker. Hier haben sie nachträglich reingesetzt. Der Kotflügel ist allerdings so gut, ich würde es zumachen. Ja, ich auch. Aber ich am faszinierendsten am ganzen Auto fand ich diesen Spritzbereich unten, da hinterm Kotflügel.
Alter, das ist ja eigentlich überall durchgerostet. Also, ja. Und jetzt, ich glaube, er sieht, wir können ja mal einmal auffahren. Weil das hier, das ist ja immer, also klar, wird es in irgendeiner Form eine Radtauschschale geben, aber sowas ist ja immer bei ja, oder, Autos. Oder auch, wenn du hier runter guckst, das hier sind ja, das hier, ja, das sind das die Stellen, die alle durch sind. Plus, ich habe mal einen Meister gehabt, der hat auch immer gesagt, rechte Seite fährt auch noch durch die Gosse, hat er ja auch nicht Unrecht mit. Also das ist schon... Ja, und auch... Was hatte der, was soll denn runter gehabt haben? Irgendwie? 200. Die haben fast alle immer 200. Meilen, oder haben die... Kilometer. Kilometer. Also es gibt zwei Kategorien in Japan. Es gibt Autos mit wenig gelaufen. Wenig in Japan heißt um die 100. Die sind dann auch gleich viel, viel, viel teurer. Oder 200. Am Motor habt ihr noch nicht aufgemacht. Nee. Aber wir hatten auch Pusher. War noch ein Pusher, der voll... Ja, so Lagerschalen und so, die wären wahrscheinlich schon gemacht worden. Hat ja Max Gold, weil wir sind ja tatsächlich eine Runde Bilsener gefahren. Ach stimmt, die Karre war das. Wir waren bei Benny, bei Benny haben nochmal schnell Kerzen und Öl gemacht, das hat sich Max nicht heben lassen. Und dann auch ein Prüfstand, hat glaube ich 276 PS gehabt. Also was ist denn die Serie? 286. Also stand noch mit dem Saftrein. Okay, let's go. Los geht's. Schweißpunktzange, sondern einfach Löcher schweißen, verschleifen, sieht genauso aus, hält genauso. Hier wären wir eh logischerweise nicht mit einer Schweißpunktzange so richtig zwischengekommen. Mit dieser, na doch, vielleicht. Ja, so eine Klemmleiste für den Himmel irgendwie, ne? Vielleicht, ja, aber die hört dahinter schon wieder so ein bisschen auf, aber egal. Es ist zwar nicht wie original, aber die Funktion ist ähnlich. Vielleicht zieht Igor es ja auch noch der Bahn mal eine zu leihen oder so, jetzt brauchen wir sie auch nicht mehr. Da wäre es vielleicht noch gegangen, aber hier auf jeden Fall. Ja. So, nee, wir hatten, Igor hat sich tatsächlich sogar, ich habe sogar Igor kontaktiert, da kommen wir gleich zu, wegen Autogenlöten. Ich sage, Igor sitzt sofort im Auto und mit dem Schweißgerät hergefahren. Immer sehr hilfsbereit. Dann würde das Ganze so aussehen. Das heißt, einfach nur die Bleche zusammengetackert und fertig. Ohne Zusatz? Ja, heiß gemacht und dann mit Druck halt. Aber geil, wir machen das unser Leben lang so, das ist für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Ich finde es persönlich sogar fast geiler, weil eigentlich sieht es ja auch so gut aus. Ja. Na gut, hier sind jetzt schon zwei geschliffen, ne? Ja, klar. Nicht, dass die Leute denken. Achso, nee, hier habe ich schon mit Absicht zwei, damit man sieht. Ne, drei glaube ich sogar. Hier waren sogar schon drei Punkte, die habe ich schon weggeschliffen. Also die schleifen wir natürlich alle weg, dass hier später die Fläche wieder einfach wieder schön ist. Ich glaube auch, dass 99% der Leute das ohne Zange einsetzen. Ich glaube, die Zange wird auch nur gemacht, weil es weniger Aufwand ist. Ja, aber es ist halt so ein Gerät, kostet keine Ahnung, zwischen wahrscheinlich 6.000 und 15.000 Euro. Also wir haben auf der Arbeit so eine von Fronius, die kostet wahrscheinlich sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Das ist für unseren Zweck halt Quatsch. Das ist ein Riesengerät, es nimmt viel Platz weg. Und am Ende kommt es dann sowas dann nicht mehr dran. Es gibt verschiedene Aufsätze, aber... Weil ich glaube, der Vorteil ist ja nur, das, was ich gerade gemacht habe, ist halt die ganzen Löcher bohren. Ja. Und danach logischerweise von beiden Seiten nochmal wieder den Grat wegnehmen und so. Klar, das spart man sich natürlich, weil der einfach drauf und fertig. So oft setzen wir ja mal Blechdächer nicht ein. Ja, genau. Ich habe eben gerade gesagt, ich glaube das erste Mal. Ich glaube, wir haben ja nie ein Blechdach eingesetzt. Stimmt. So, ne? Klingt dekadent, aber wir haben ja sonst echt immer Carbon-Dächer draufgeklebt, ne? Ich glaube, Mike ist schon sauer. Das wird nicht geklebt. Das wird nicht geklebt diesmal. Ne? Eigentlich hätten wir das Blechdach kleben müssen. Ist mit Sicherheit heute möglich, bestimmt. Damit Mike rumkommt. So, jetzt seht ihr hier die Kante. Also wir haben das Ganze natürlich ein paar Mal an und ab und an und ab und an und ab. Und jetzt bleibt dieser Spalt. Was machen wir jetzt? Ich habe noch nie gelötet in meinem Leben, also hart gelötet. Ich auch nicht. Nee, ist auch ein paar Tage her bei mir, aber im Prinzip hast du Zusatz und Flamme. Ich denke mal, bei den Rohrschlossern hat man früher gesagt, darf man ja heute nicht mehr sagen, es ist verbreitet oder verbreiteter. Aber im Prinzip, ja, mit Flamme und Zusatz werden wir jetzt Stück für Stück, da ist halt Flussmittel in dem Zusatz integriert. Das ist halt so ein bisschen, ätzt und kriecht. Wie beim Weichlöten im Prinzip auch. Und dann schauen wir mal. Also einfach nur wie beim Zinn, sage ich jetzt mal. Genau. Einfach nur heiß machen. Und Unterschied zwischen Weich- und Hartlöten ist nur Temperatur? Ja, genau. Und das ist halt stark beanspruchte Stellen, steht so.
Ich habe extra nochmal so einen Replight-Fahren hier gesucht von dem Auto. Ich habe leider aber nichts gefunden. Aber ich habe es irgendwie von einem Calibra gefunden und da stand stark beanspruchte Stellen hat Opel gelötet. Und das hat jeder Hersteller so gemacht. Also das beim Coupé ist natürlich jetzt hier sehr auffällig, dass hier auch noch ist. Bei der Limo wäre das, ist jetzt ja nur, guck mal, bei deinem Audi wäre es ja nur so ein Stück, kleines Stück Naht gewesen. Natürlich beim Coupé jetzt sehr auffällig. Mhm. So viel wird, glaube ich, VW und Audi erinnere ich mich auch nicht dran. Guck mal, bei meinem Golf war es auch hier noch hinten im Prinzip und vorne. Also das ist schon viel. Schon viel, ne? Schon viel Hardload hier. Aber werden sich was bei gedacht haben, das Coupé arbeitet wahrscheinlich mehr oder. Ja. Fakt ist, ich habe so einen Brenner eigentlich gar nicht in meinem Besitz. Also, wie ich bei Schweißsachen immer mache, als allererstes Igor kontaktiert. Igor hat mir gesagt, PS Days Hannover, da hat sich ein Olli bei mir vorgestellt. Grüße gehen raus an Olli. Olli ist nämlich von der Firma Airliquid. Ratzfatz gab es zwei Leihflaschen, dass wir hier heute ein bisschen autogen schweißen können. Vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, einmal... Ja, einmal blauer Hahn, einmal roter Hahn. Also ja, ist, das ist Sauerstoff. Und das ist Acetylen. Genau. Aber das heißt ja eigentlich, das brennt schon und das macht dann richtig Saft dazu. Im Prinzip ja. Ja. Hört man auch. Also die Brenneinstellung ist halt stark abweichend. Den einen drehst relativ weit auf, den anderen klein. Kommt dann so drauf an, was du vorhast. Für den Einsatzzweck jetzt werden wir die Flamme nicht so scharf stellen, sonst hast du gleich so ein Ei da drin. Das ist eh ein Thema, also mit Temperaturen musst du echt aufpassen. Weil sonst war es immer so, man ist mit den Flaschen mal relativ locker umgegangen, weil ja immer ein Schutzgas drin war, also Gas, was nicht brennt. Hier ist es jetzt ja schon so, also damit immer vorsichtig, auch nicht hier so, wir machen die gleich noch ein bisschen fest und so, weil ich glaube, wenn das umfällt, dann knallt das schon so richtig. Ne? Muss immer auch natürlich der Kopf abschlagen, aber das wollen wir nicht provozieren, dann geht die schon gerne bestimmt durch die Wand. Ich kenne auch nur Videos, aber es sieht spannend aus. So. Aber es gibt ja Schutzeinrichtungen, dass das eigentlich vermieden wird. Also. Und Olli hat mir dann gleich noch die Jungs von Zubag Schweißtechnik empfohlen, beziehungsweise falsch. Ehrlich gesagt brauchte ich sie nicht mal kontaktieren, sondern es gab tatsächlich ein Paket, wo einmal alles zum Schweißen jetzt gerade drin ist. Also wir machen quasi den Produkttest hier. Ich habe da echt gar keine Ahnung von, aber vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Also einmal Schläuche und ich hatte nur im Internet ein bisschen geguckt, die sind meistens immer direkt mit Brenner auch dazu, ne? Ja, ist ja cool, wenn du irgendwas ausschneiden willst, so mit Zirkel da. Mhm. So, das ist der Schneidbrenner dazu, passend. Ja. Und dann kannst du halt entweder, schraubst du so eine Rolle dran. Erinnert mich an Werner. An Werner, Röhrig. An Werner, ne? Ja, ja. Das ist, aber weit weg von Röhrig ist es ja auch nicht. Das war auch Arze sauer bei ihm. Entweder fährst du dann hier so cool auf dem Blech mit lang, oder da ist halt ein Zirkel, kannst du Kreise machen oder so. Ist schon schön, ja. Das heißt, man macht den fest und dann kann einfach so... Ja. Alter, ich glaube, wenn im nächsten Schweißvideo ich die Rohre für Watson hier mit schneide, ne? Ja, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr kommen. Dann ist vorbei. Nein, also vielen, vielen Dank. Wenn ihr mal Schweißzubehör braucht, natürlich bei Igor oder bei Zubag vorbeischauen. Und wir. Ja, hier ist die besagte Schutzeinrichtung. Also hier sind Flammenrückschlagventile, damit genau das, was Philipp eben sagte, nicht passiert. Nämlich die Flamme quasi zurückschlägt und dann in die Pulle. Das wollen wir vermeiden. Darum gibt es hier so schön zwei Rückschlagventile. Streng genommen müssen wir uns jetzt noch markieren, wann wir sie in Betrieb genommen haben. Ich weiß gar nicht, wie oft. Hier bei VW machen sie jedes Jahr neu, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie oft das hier ist. Ja, weil das rumst halt so richtig, ne? Ja, also ich. Vor allem, die kommt ja auch wieder zurück, die Pulle. Das ist ja zweimal schmerzhaft. Ja, das heißt einmal zusammenbauen und los geht's. Ja. Brenner läuft, bevor wir unsere schöne Karosserie schrotten, machen wir lieber nochmal den Trockentest und gucken mal einfach, wie das so geht. Ja, also löten ist das eine, aber deine Bedenken waren ja berechtigterweise dieser Spalt. Der ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Boah. Aber wir haben am Übergang teilweise so, also der ist nicht offen, aber... Also jetzt haben wir natürlich hier auch gerade, pass auf, ich mache dir das Ganze, ich mache das Leben noch ein bisschen schwerer. Weil es ist natürlich, wir können ja die Karosse, willst du lieber so rum oder so? Ja, ist ganz egal, aber ich ahne, worauf du hinaus willst, dass wir das halt nicht verschlossen bekommen. Ja, also es war halt vorher, die Karosse war nachher mit Lacken wirklich Blech und in der Mitte wirklich ein planer Streifen, den man sauber gehobelt hatte. Also es muss nach dem Löten so viel Überstand sein, dass man es wirklich nur weghobelt. Ja, dann... wird der Abend vermutlich relativ schnell beendet sein gleich. Wir gucken mal. Also hier ist das jetzt ein Zusatz mit Flussmittel drum. Mal aufpassen, dass es nicht runterfällt gleich, weil es natürlich jetzt nachgibt, wenn es warm wird. Ah, das Weiße ist das Flussmittel? Genau. Aber man macht das Werkstück heiß und drückt. Ja, also auf jeden Fall warm. Ne? Jetzt schaffen wir zwar da oben aufzubauen, weil ich jetzt gerade da unten noch nicht warm mache. Also wir würden schon so eine Naht hinkriegen. Wenn wir jetzt aber da unten passend dazu warm machen, muss ich es auch nicht zu warm machen.
Dann, und wenn das so knistert, ist schon zu heiß, dann verbrennt es schon. Ja, ist fertig, genau. So, aber es fließt halt, wie du schon, ich rieche schon, dass das noch dreckig war, das hat man nicht vernünftig sauber gemacht. Aber ja, also es fließt ja schon da richtig rein, ne? Also ich sehe es von richtig unten. Rein, ja. Genau, aber wir kriegen diesen Bauch nicht so hin, den du gerne hättest halt, ne? Also es kriecht da so richtig schön rein. Das Schwarze ist alles Dreck, was jetzt hier zwischen rauskommt, ne? Ja, aber, ich habe hier für wen mal eine schlechteste Platte. Nee, ist jetzt ja nicht wild, das reicht ja so zum Zeigen. Boden gefunden, jetzt kann ich es warm machen, wie ich will. Gleich wird es vermutlich zu warm werden. Aber es fließt halt jetzt immer weiter weg, bis der zusätzliche Dreck her. Wir schaffen es aber nicht. Klar, wir können es abkühlen lassen, wieder eine drauf, aber wir wollen die Karosse jetzt ja auch nicht 10-mal heiß machen und so, ne? Das ist also jetzt kein Heizungsrohr, was wir jetzt hier schweißen. Ich bin ehrlich gesagt erschrocken, dass man es ja doch punktuell ziemlich lange auch heiß macht. Also das ist ja schon eigentlich das Blech fast glühend. Ja, das ist voll. Guck mal, wenn du jetzt nochmal hier so eine freie Stelle einfach probierst, so hier würde sich jetzt noch gar nichts tun. So, dann, klar, dann kommt einmal der Moment, das Schlussmittel brauchen wir mal ein bisschen. So. So, aber gucken wir noch nichts. Und jetzt kommt's so, ne? Also es ist schon ziemlich... Dann werden wir es leider doch mit Löten. Also ganz viele haben ja im letzten Video auch kommentiert, das Ganze nennt sich dann CUSI, also C-U-S-I, also Kupfer, Silizium, Mack-Schweißen. Mack oder Mick-Schweißen. Ich weiß nicht, ob es Max oder Mick ist. Ich würde tippen Mick. Ja. Ja, ist ja so, Zusatz kommt quasi direkt vorne raus. Ne? Also mit dem normalen Schweißgerät, das heißt, wir hätten den ganzen Brenner hier nicht auspacken müssen. Ja, wenn wir jetzt partiell, ich sagte ja eingangs mal, dass wir es in der Nacharbeit durchaus gemacht haben, wenn jetzt mal so ein Roboternaht oder so irgendwo fehlerhaft war, kann man das gut nacharbeiten. Ich behaupte, dass man sieht ja auch, wie ungleich und geschwemmt die sind. Das wird sogar alles hier Flamme sein. Ne? Ja klar, aber es hier, ist halt... Hier auch noch, wie er hier in die Ecke geschwemmt hat. Ne? Guck mal, hier ist die Naht ganz leer, da ist es viel. Also es war schon nicht falsch, dass wir gesagt haben, es wird so geschweißt worden sein. Aber wie du sagst, save diese Nähte nicht. Wenn du sagst, die waren, nachdem ihr, als ihr den zerlegt habt, so richtig plan, dann muss das ja richtig wie eine Magnaht gewesen sein, ja, was er... Nee, ich glaube dir das. Nee, ich interessiere mich jetzt selber gerade. Und hinzu kommt ja, wenn wir jetzt diese Blechfläche hier, 0,8er Blech oder 1 mm Blech so heiß machen, dann wird uns da die Oberfläche auch flöten gehen, ne? Was halt super schade wäre, weil es super gut passt, so wie es jetzt gerade ist. Ah ja, okay. Ja, das sieht tatsächlich nach Flamme aus. Aber dann war es halt auch safe gespachtelt, weil gezinnt haben sie dann noch nicht, wie man sieht. Und dann haben sie das halt, also mindestens Spritspachtel oder so, wahrscheinlich dann aber sogar auch gespachtelt. Und halt, aber witzig ist, also es ist wirklich ja nur drauf. Es ist gut, ja, es ist gut gemacht. Also so werden wir es nicht hinkriegen, denke ich. Ja, also da wird der Rest ja wieder runtergeschliffen sein. Ja, das, ja, das, ja. Das nur das, was zu hoch ist, da wird. Aber wir gucken ja so massiv gegen die Kante gegen. Ja. Es ist jetzt halt auch zu schade, um mal zu probieren. Ja, ne? Weil so viele Versuche haben wir nicht. Nee, und wenn wir das jetzt warm machen, hier noch einmal so ein Ei drin, wäre es auch super. Hier schade. Vorne sieht man es noch besser. Okay, doch, vorne ist wirklich einfach nur reinlaufen lassen. Ja. Aber dann besorgt Zusatz und dann machen wir es halt mit Mack. Ja, aber die Frage, würdest du es jetzt Mack schweißen oder löten? Nee, habe ich schon bedenkt mit der Flamme. Wir können es probieren, aber wenn es halt einfällt, ist halt schade. Ne? Ich meine, gespachtelt werden muss es in deinem Prozess jetzt so oder so. Das Gute ist ja, wir sind aus dem Alter raus, wo man einfach jetzt irgendwie husch, husch, husch was fertig macht, damit die Karosse fertig ist. Das machen wir zum Glück bei allen Projekten gar nicht. Wir zeigen euch auch, wenn wir unsere Meinung ändern, die ändern wir relativ häufig, aber am Ende zählt immer nur das Ergebnis eigentlich. Ne? Also ist ja so, drückt jetzt nicht da irgendwas. Weißt du, wir könnten jetzt auch einfach Schweißgerät rausholen, Naht drüberlegen, rüberschleifen, verzinnen, fertig. Hat nie einer gesehen halt. Aber ist ja Quatsch. Es kann ja nur Spachtel drauf gewesen sein, weil selbst der Zinn geht ja nicht weg. Ja, ein paar Rückstände werden, ja. So, siehe hier so am Seitenteil und so ein bisschen was hier und da. Ich glaube nicht, dass der ganze Zinn da weggeht. Nee. Ich glaube auch nicht. Was hat sie jetzt? 93, 94? Was war das jetzt? Irgendwie so. Ne? Ich würde sagen, wir schleifen erstmal das ganze Dach sauber. Die ganzen Schweißpunkte. Ah, guck. Okay. Blech hat sich auch abgekühlt. wie sagt man so schön, schlafen eine Nacht drüber und dann fragen wir lieber nochmal 1, 2, 3 Experten. Na krass, wie weit man reinkommt so, ne? Cool ist schon. Ja, aber im Heizungsbau. Naja, aber guck mal, auch hier siehst du, oder? Also so krumm hatte ich das nicht drin eingespannt. Ja, das ist dann durch die Wärme ist dann eingefallen, ne? So, also das hat sich durch die Wärme schon. Gut, wir hatten jetzt auch länger gedrückt teilweise als nötig, aber schon übel. Ja, wir schlafen dann weiter. So, und wir haben gar nichts davon, jetzt das da reinlaufen zu lassen und sagen, hey, geil, wir haben es gelötet, ne? Aber am Ende kommt ein halber Millimeter Zinn oder Schwachtel drauf, weil es halt einfach... Wir schleifen erstmal.
Wir machen erstmal. Schlafen eine Nacht drüber, dann geht's weiter. Also, wir haben uns entschieden. Gestern Abend war Abbruch und wir wollen das Ganze vernünftig machen. Wir wollen euch das Ganze auch vernünftig zeigen. Das heißt, Igor, HDB Schweißshop, schickt mir den passenden QSI 3 Draht für mein MIG-MAG-Schweißgerät. Das heißt tatsächlich, es kommt hier einfach noch eine Rolle rein mit dem passenden Draht. Außerdem gehen wir von ganz normalem Schutzgas auf Argon. Und dann werden wir diese Übergänge löten. Warum löten? Es ist doch ein Schweißgerät. Liegt einfach daran, Unterschied zwischen löten und schweißen ist. Ich weiß nicht, ob wir das bisher erklärt hatten. Löten heißt, dass man zwei Bleche miteinander verbindet, indem man eine Flüssigkeit dazwischen macht. Also mehr wie kleben, vorsichtig gesagt. Schweißen heißt immer, dass man die beiden Bleche wirklich anschmilzt und die beiden Bleche miteinander verschmelzen lässt. Das ist Schweißen. Löten heißt wirklich nur etwas dazwischen machen. Aber diese Stellen hier und hier, die wollen wir definitiv lieber löten. Das heißt, wir lassen da nur das QSI-Material reinlaufen. Mal gucken, wie gut das geht. Das wollen wir euch auf jeden Fall zeigen, weil sowohl Marius als auch ich haben das so noch nie gemacht. Aber wir sind gespannt. So, ein Dach ist drin. Ein Dach ist drin. Wenn du hier so rüber filmst, sieht man, dass man nichts mehr sieht. Ja. Sieht halt ganz normal aus. Ich habe noch dann die Zeit genutzt und habe mich mit Thema Domversteifung vorne beschäftigt. Ihr erinnert euch ja, der Dom war hier gerissen. So, ne? Das heißt, den haben wir hier schon in Stand gesetzt, hier so irgendwo, ne? Zusätzlich hat Max sich schnell überlegt, gibt es jetzt auch bei ihm im Shop zu kaufen, dass wir von unten eine Platte einschweißen. Das ist hier richtig 3 oder 4 mm Stahl. Der kommt von unten drunter. Anschließend habe ich den gerade, seht ihr ja, hier drin verschweißt. Also überall da, wo die Temperatur noch ist. Als auch hier verschweißt. Also diese Platte kommt einfach so von unten so hier rein. Damit das Ganze ordentlich sitzt, gibt es dazu auch passend eine Schablone. Dreh mich mal um. Wir zeigen euch das mal in dem hier. Das heißt, ihr seht ja diese 3 plus 2 Löcher. Keine Ahnung, warum da 3 plus 2 sind. Wir können sie allerdings perfekt nutzen, um es so zu verschrauben. Zack. Und dann wird das Ganze verschweißt. Das heißt, der kommt danach wieder ab und unten drunter ist nur die Platte. Und dann sollte da eigentlich nie wieder was reißen. Max MX Motorsports hat übrigens auch einen Online-Shop. Wir machen hier jetzt mal einen Link rein. Ganz neu gelauncht. Da gibt es das, glaube ich, auch zu kaufen. Also Max, ich hoffe, du hast das inseriert. Weil ich weiß, wir hatten darüber gesprochen. Der eine oder andere wird sowas bestimmt auch gerne bei sich verbauen. Das heißt, die Dome sind jetzt auch safe. Ich habe noch ein paar Nähte gesetzt und noch mal schon mal ein bisschen über die Karosserie weiter rüber geguckt, was wir noch so machen müssen. Achso, Marius hatte noch hier hinten die nächste Ecke ins Sand gesetzt. Guckt euch das an. Als wenn hier was gewesen wäre. Okay. Hier kommt man von innen zum Glück ran. Das heißt, von innen wirklich erst durch ein Loch möglichst rausgedrückt und dann minimal Zinn aufgetragen. Warum eigentlich Zinn? Ja, Marius kommt ja aus der Branche, wo man Oldtimer restauriert. Und den Wert eines Oldtimers wird gerne immer damit beziffert, wie dick die Lackdichte ist. So, bei Zinn ist es so, wenn ihr hier mit einem lackschichtendicken Messgerät drauf geht, da Zinn auch metallisch ist, erkennt er quasi nur den Lack plus Spachtel. Und hier muss jetzt ja wirklich eigentlich nur noch Füller drauf, vielleicht ein ganz bisschen Feinspachtel. Das heißt, hier ist die Lackstärke wirklich wie original. Das heißt, man zinnt das ganze Auto durch, dass am Ende gar kein Spachtel zum Einsatz kommt. So, das ist halt die professionellste Art und Weise des Karosseriebaus. Also immer versuchen, möglichst gar nichts aufzutragen. Das heißt, erstmal möglichst viel dengeln, wie er halt hier auf der Fläche gemacht hat. Hier kam man natürlich auch perfekt von hinten an. Wenn es dann gar nicht mehr geht, weil man nicht mehr rankommt, dann minimal Zinn auftragen. Nee, also Karosse gefällt mir sehr gut. Es kommt nach wie vor wieder die Frage auf, welche Farbe. Das heißt, im nächsten Video werden wir euch auf jeden Fall zeigen, wie wir das Ganze da oben zu Ende löten und anschließend auch, wie wir es verschleifen. 1, 2, 3 Sachen fallen mir an der Karosserie bestimmt karosserietechnisch noch ein. Dann geht es auch wirklich ratzfatz weiter, von dort aus direkt wieder zu Max, nächste Woche. 1, 2 Sachen Probe stecken, Thema Technik, Motor etc. Will ich noch nichts verraten. Aber das muss natürlich vor KTL auch einmal rein. Dann geht es zum KTL und dann geht es zurück zu Max wieder, abdichten und dann zum Lackierer. Und dadurch, dass wir das Ganze jetzt in 2 Videos aufteilen, habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, in die Kommentare nochmal reinzuschreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet im nächsten Video, was wir euch zeigen sollen. Wir haben euch jetzt ja schon gezeigt, wie man es lötet mit offener Flamme. Nächstes Mal zeigen wir euch, wie wir löten mit dem Gerät, wenn wir es hinkriegen. Wenn nicht, wird gelaufen. Wobei, ich mache den ganzen Satz halt. Ja, ich glaube auch. Vielen Dank nochmal an Igor, Olli und Zubak für das Equipment, was wir jetzt leider nicht gebraucht haben. Aber es war ja nicht das letzte Video, wir werden das bestimmt nochmal gebrauchen.
Ja, ballert die Kommentare voll. Was interessiert euch? Was sollen wir euch zeigen? Welche Farbe würdet ihr das Auto lackieren? Tschüss, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und es wird jetzt wieder ein bisschen handwerklicher, technischer und so weiter. Ciao.